Immer wieder verschließen wir unser Herz und gehen in den Verstand rein, werden kontrolliert. Aber die Wege sind unergründlich. Es ist das Ganze zu verstehen und immer in diesen Verstand reinzurutschen, ist genau das, was das Leben schwer macht. Weil das Leben ist wirklich, es hört niemals auf. Es geht immer weiter. Die Illusion zu haben, hey, irgendeinmal habe ich alle Muster aufgelöst. Irgendeinmal wird es leichter. Das ist eine reine Einstellungssache. Weil das Leben ist nun mal so. Aber es geht darum, wie gehst du damit um? Und wenn du in diese Kindlichkeit kommst, wenn du in dein Herz öffnest und auf deinem Weg bist und einfach mit offenem Herzen einfach, oh spannend, wieder Erfahrung mehr. Und ich habe vorhin ein Bild bekommen von der geistigen Welt, aufgrund von dem dieses Video, dass du dir vorstellen musst, wie ein kleines Kind, das eine Sandburg baut und dann ist es zu nah am Meer und da kommt eine Welle vom Meer und macht die Sandburg kaputt. Was macht ein kleines Kind? Es weint mal eine Runde. Es ist wütend über diese Welle. Es ist wütend, dass seine Sandburg kaputt ist. Aber was macht es dann? Dann steht es auf, nachdem es rumgewütet hat, und baut eine neue Sandburg, vielleicht ein bisschen weiter weg vom Meer, damit es nicht schon wieder überschwemmt wird. Und dieses Bild habe ich von der geistigen Welt erhalten. So quasi als Botschaft, so funktioniert das Leben. Weißt du, das Kind geht dann nicht in den Verstand und baut gar keine Sandburg mehr, weil die Sandburg ist das Problem und die Welle ist böse und alles. Das Kind wütet mal ein bisschen rum, ist enttäuscht, wütend darüber, dass seine Arbeit kaputt gemacht wurde, aber es beruhigt sich wieder, macht weiter. Weil es eben Spaß macht, diese Sandburg zu bauen. Es macht Spaß. Und so sollte man das Leben ansehen. Einfach immer wieder neu, immer wieder weitergehen, weitergehen. Okay, kurz am Boden liegen, kurz rumwüten, kurz, ah, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, aber wieder aufstehen, weitergehen. Und das in dieser Kindlichkeit, in diesem offenen Herz, in diesem, oh spannend, was zeigt sich da. Aber wir sind so kontrolliert in allem, auf Raum, auch in Partnerschaften, so mit Freunden allgemein, aber auch im Beruf, einfach, wir sind so starr. Wir sind starr, wir werden kontrolliert, wir versuchen mit dem vernunftmäßig alles zu schubladisieren, das ist ein blödes Wort, vernunftmäßig zu überlegen, was muss ich tun? Wie sollte ich mich verhalten? Was sind meine nächsten Schritte? Und das sehe ich eben eigentlich fast in jedem Coaching von mir, dass genau die Menschen mit dieser Vernunftheit, mit dieser Überlegtheit durchs Leben gehen. Und genau das, man sollte eigentlich genau das konträre Gegenteil machen. In dieses Herz öffnen und Schritt für Schritt auch spannend. Es ist nichts für die Ewigkeit. Es ist eine Illusion, dass alles für die Ewigkeit ist. Es ist einfach eine Illusion. Das Leben ist halt. Das Leben ist wie in Wellen. Das Leben ist ein stetiger Zyklus, ein stetiger Rhythmus, wo mich die geistige Welt auch quasi gesagt. Und es ist an uns, uns diesem Rhythmus, diesem Zyklus anzupassen. Und das Leben einfach zu genießen. Einfach zu schauen, ach spannend, was zeigt sich da wieder? Und eben wie das Kind mit dieser Sandburg, ja, kurz mal wütend zu sein übers Leben, über Menschen, über was auch immer, aber dann aufzustehen, zu sagen, okay, jetzt mache ich es weiter. Was habe ich für Möglichkeiten? Aber dann nicht starr da sein und dann überlegen, ah, diese Sandburg ist zusammengebrochen, weil ich diesen Turm falsch gemacht habe und zukünftig muss ich das und das. Das ist genau das, was wir Menschen ja tun. Wir sind dann so im Verstand, wir sind so starr. Aber wenn wir unüberlegt, einfach nur, okay, Scheißwelle, gehe ich halt ein bisschen weiter weg. Nochmal von vorne. Bricht wieder zusammen, dieses Teil. Okay, Turm war schuld. Okay, nochmal von vorne. So sollten wir durchs Leben gehen. Und
nicht immer alles als Last ansehen. Oh, das ist alles so schwer und ich muss mich dann kontrollieren und ich muss dann ziehe noch die ganze Vergangenheit weiter in jegliche Beziehung, die ich habe, ziehe ich meine Vergangenheit und mache es besser und werde kontrolliert und aufhören damit. Aufhören. Aber auch ich erwische mich immer wieder dabei, dass alte Erfahrungen mich wie starr machen. Und deshalb sollten wir eben wie ein Kind einfach diese Leichtigkeit, einfach dieses in Wellen, einfach öffnen für die Liebe. Einfach im Herzen sein und Schritt für Schritt weitergehen. Was zeigt, was will mein Herz gerade? Nicht überlegen, was ist morgen, übermorgen in einem Jahr. Das ist wieder Verstand. Das Herz geht von Moment zu Moment. Das Herz, das wird von der Leidenschaft geführt. Und das Herz überlegt sich nicht, ist es für die Ewigkeit, ist es wert, da rein zu investieren. Das macht das Herz nicht. Das Herz ist mutig. Das Herz liebt. Das Herz geht weiter. Das Herz ist diese Kindlichkeit, das einfach sich vom Leben leiten lässt. Und auch spannend, wieder eine neue Lektion. Ah, das war jetzt mal ziemlich blöd, hat mich geärgert. Darf auch sein. Es lebt. Es lebt einfach. Genau, das ist so die Botschaft, die ich bekommen habe von der geistigen Welt. Öffnet euer Herz, kommt aus dem Verstand raus. Ich weiß, wir wollen alle immer Klarheit. Wir mögen es nicht, wenn wir keine Klarheit haben. Wir mögen es nicht, immer wieder in etwas rein zu investieren und dann merken, war auf dem falschen Weg. Aber weißt du was? Es gibt keinen falschen Weg. Weil das sind alles Erfahrungswerte, die einem weiterbringen. Und das Ding ist einfach, dass das, was wir eigentlich wollen, oder sagen wir mal das Ziel, es gibt ja gar kein Ziel, aber wenn wir jetzt das mal als Ziel betiteln würden, für an dieses Ziel zu kommen, musst du ja gewisse Erfahrungen gemacht haben. Also musst du ja diese Dinge erleben, dass du überhaupt so weit bist, um das dann in diese Energie zu sein, in dies, das, verstehst du, was ich meine? Du musst diese Erfahrung gemacht haben, dass du überhaupt zu diesem Mensch wirst, der da an diesen Punkt kommt. Du kannst nicht einfach an diesen Punkt kommen und hast die Hälfte der Erfahrung gar nicht gemacht auf deinem Weg. Weißt du, was ich meine? Und deshalb geh mit dieser Kindlichkeit durchs Leben. Geh mit dieser Unschuld durchs Leben. Geh mit einem offenen Herzen durchs Leben. Und genieß einfach das Leben von Moment zu Moment. Liebe einfach. Sei in der Leidenschaft. Baue deine Sandburgen. Und wenn sie halt kaputt gehen, baust du wieder von Neuem ein. Aber komm in diese Leidenschaft und bleib in dieser Leidenschaft. Bleib in deinem Herzen. Erschaffe dein Schloss, dein Projekt Leben. Und komm aus dem Verstand raus. Das Leben ist schön und leicht, wenn du in diese Kindlichkeit kommst und diese Erwartungen ablegst und dich einfach von Moment zu Moment leiten lässt. In diesem Sinne, meine Lieben, ich kann euch gerne, wenn ihr wollt, Botschaften für euer Leben, weil ich verbinde mich ja mit der Akasha-Chronik und bekomme ganz viele Botschaften für euch von der geistigen Welt. Ihr könnt es auch als Videobotschaft buchen. Es ist wundervoll, was da immer wieder für Botschaften von der geistigen Welt kommt. Und ich kenne ja euch nicht, also die buchen, ich kenne euch ja nicht. Und dann zu sehen, dass das, was ich euch erzähle, genau das war, was ihr hören musstet, das erfüllt mich mit so viel Liebe, dass ich da ein Sprachrohr sein darf von der geistigen Welt. Das ist wundervoll, das ist einfach wundervoll. Meine Lieben, alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal.